Es ist ein zwiespältiger Auftritt des CDU-Chefs gestern. Irgendwie zwischen Attacke und Annäherung gleichermaßen. Für die Annäherung steht der Gast an seiner Seite, der urgrüne Ralf Füchs. Für die Attacke Friedrich Merz selbst. Und der geißelt wieder mal die Habeck-Heizungspläne. Dass die Grünen, insbesondere mit Herrn Habeck, das als von uns nicht bestrittene Ziel versuchen, mit einer Methodik zu erreichen, die einen großen Teil der Bevölkerung vor den Kopf stößt. Doch Merz adelt den politischen Gegner, den er gerade so bekämpft. Es ist seine Art, die Anschlussfähigkeit in das liberale Milieu zu erhalten. Und der Gast erkennt das durchaus an. Was der sagt, klingt ganz ähnlich wie sein Gastgeber. Es reicht nicht, sich als Anti-Ampel zu profilieren. Als eine Partei, die auch konservativ ist, nicht nur, müssen sie ja die Brücke schlagen zwischen konservativen Grundbedürfnissen wie Sicherheit und einer Zeit stürmischen Wandels. Doch wofür steht die CDU gerade? Ist ein neues Grundsatzprogramm tatsächlich hilfreich? Oder ist es nur ein weiteres Papier? Dutzende von Ideen diskutiert man, von einer Steuerreform über ein soziales Pflichtjahr bis zum Sprachtest für Vorschulkinder. Es ist offenkundig, dass wir die Bundestagswahl deshalb verloren haben, weil wir nicht mehr gut genug waren. Und diesen Fehler wollen wir jetzt wettmachen. Ich glaube, es reicht nicht mehr aus, nur in Anführungsstrichen Regierungspartei zu sein. Doch genau das ist offenbar immer noch die Wahrnehmung, irgendwie doch Regierungspartei zu sein, selbst wenn man in der Opposition ist. Und dabei dann gemeinsame Sache zu machen mit den Grünen und der SPD. Die CDU wird eben nicht als Alternative wahrgenommen, nicht zur Alternative, die sich AfD nennt, und nicht zur Ampel. In einer CDU-internen Analyse zählt man bis dato 188 Initiativen der Regierung. Wir haben 108 Initiativen zugestimmt. Die hohe Zahl hat uns selbst überrascht, schreibt man. Die CDU leidet an dieser Selbstanalyse, leidet an der ausbleibenden Zustimmung. Mehr als 30% wollen es zurzeit einfach nicht werden. Und die Unzufriedenheit wächst. So mancher versucht mit härterer Rhetorik den Erfolg zu erzwingen und kann sich durch den Parteichef ermutigt fühlen. Wir müssen auch in der Lage sein, mal Probleme zu adressieren, auch mal mit Formulierungen, die nicht jedem gefallen. Und das ist dann nicht gleich rechts. Und das ist dann auch nicht gleich rassistisch. Und das ist vor allen Dingen nicht irgendwo AfD-Sprech. Es sind die Stilfragen, die die alten Gräben aufreißen. Konservativere gegen liberalere. Aktive Ministerpräsidenten gegen ehemalige. Anti-Gendern, Pascha, Energiestasi. Ist das noch CDU oder schon AfD-Sprech? Daniel Günther beklagt, man solle den Leuten halt keinen Scheiß erzählen. Es bringt uns gar nichts, wenn wir über so einen Mist diskutieren. Roland Koch dagegen verurteilt taktisches Schweigen und die emotionalen Tabuzonen seiner Partei. Es geht darum, sprachlich zuzuspitzen, um damit eben auch Menschen aufmerksam zu machen, die vom Studierzimmer bis zum Stammtisch Menschen mitnimmt. Wir brauchen mehr Bürgernähe. Mehr vor Ort sein, mehr mit den Menschen auf Augenhöhe sprechen. Und das bringt uns weiter als die ein oder andere Überzeichnung, die man sicherlich in der politischen Debatte braucht, die aber manchmal mehr abgrenzt und ausgrenzt. Und noch eine Debatte bricht über den CDU-Parteichef herein. Denn auch die persönlichen Werte von Friedrich Merz sind schlecht. Da reicht schon die Forderung des Chefs des größten Landesverbandes, an der Kanzlerkandidatenauswahl beteiligt zu werden, um daraus eine Anmeldung zur Kandidatur zu lesen. Auch ein Symptom einer zutiefst ratlosen Partei. Und zugeschaltet ist uns jetzt der Vorsitzende der CDU. Guten Tag, Herr Merz. Guten Tag, Herr Koll. Das neue Politbarometer zeigt zwar einen Negativrekord für die Ampel, aber auch einer unionsgeführten Regierung traut die Mehrheit der Menschen nicht mehr zu. Woran fehlt es Ihrer Partei oder Ihnen? Herr Koll, wir waren 16 Jahre in der Regierung und jetzt sind wir seit rund 16 Monaten in der Opposition. Und die CDU ist auf dem Weg, noch einmal ihre Position zu überprüfen, noch einmal wirklich durchzulüften, sich zu erneuern, das geht nicht über Nacht. Und da brauchen wir auch ein bisschen strategische Geduld. Und ich werde mich deswegen von dieser Nervosität überhaupt nicht anstecken lassen. Wir gehen unseren Weg sehr konsequent. Und das, was wir am Freitag und am Samstag in Berlin getan haben, war ein großer Schritt nach vorn. Und ich kann übrigens von dieser totalen Verunsicherung, die Ihr Kollege da gerade berichtet hat,
nichts spüren. Im Gegenteil, es gibt eine wirkliche Aufbruchstimmung, jedenfalls bei denen, die bei uns aktiv mitgearbeitet und mitdiskutiert haben. Und das waren viele. Aber diese Aufbruchstimmung, die nimmt sich ja Zeit. Die Ampel kriselt wie nie, die AfD hat enormen Zulauf. Das CDU-Programm soll aber erst im nächsten Jahr fertig werden. Müssen Sie diesen Prozess nicht extrem beschleunigen, damit die Menschen wissen, was sie von der Union zu erwarten haben? Teile des Programms haben wir ja schon verabschiedet, schon im letzten Jahr in Hannover. Wir haben am Freitag auf unserem kleinen Bundesparteitag einen sehr umfassenden Antrag zur Friedens- und Freiheitspolitik verabschiedet. Wir haben uns intensiv auf vielen Seiten mit Bildungspolitik und Familienpolitik befasst. Also die Positionen werden nach und nach klarer. Aber der Rest kommt erst nächstes Jahr. Nein, so ein Prozess braucht seine Zeit. Und wenn Sie eine Partei wirklich erneuern wollen, dann geht das nicht über Nacht. Wir arbeiten nicht mit der Brechstange, sondern wir arbeiten mit Sorgfalt. Auf Ihrem Programmkonvent hat nicht zuletzt die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein klare Kante gezeigt. Der Auftritt schlägt jetzt hohe Wellen, weil Pechstein in Polizeiuniform auftrat. Was sagen Sie zu Auftritt und zu Kritik? Also der Auftritt war brillant. Und Claudia Pechstein hat uns noch mal aus ihrer Erfahrung gesagt, wie wichtig Sportvereine, Breitensport sind. Und ehrlich gesagt, das interessiert mich wirklich. Das Äußere interessiert mich nicht. Es interessiert mich, was jemand zu sagen hat. Und Claudia Pechstein hat, wie viele andere, die auch da waren, uns was zu sagen. Und darauf haben wir geachtet und da haben wir zugehört. Also den Inhalt fanden Sie großartig und die Uniform ist kein Problem. Also, Herr Koll, Sie können doch an diesem Beispiel schon sehen, über welche Äußerlichkeiten wir da diskutieren. Der Inhalt interessiert mich und der war wirklich interessant und der hat uns auch ein Stück motiviert, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Schauen wir mal auf ein anderes Thema. Wenn der demokratisch gewählte bayerische Vizeministerpräsident Aiwanger lautstark auf einer Demo fordert, Zitat, jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Verlangt das nicht nach einer Reaktion von Ihnen oder der CSU? Das ist ja immerhin der Koalitionspartner Ihrer Schwesterpartei. Ich habe darauf reagiert am Freitag, sehr klar und sehr deutlich in meiner Rede auf dem kleinen Bundesparteitag der CDU und habe gesagt, in Deutschland muss sich niemand die Demokratie zurückholen. Allein die Existenz der Opposition, nämlich jetzt von uns, ist Beweis genug, dass wir Demokratie in Deutschland haben. Das ist nicht unser Sprachgebrauch und den mache ich mir auch nicht zu eigen. Wir haben es eben im Beitrag ja schon gesehen. Ministerpräsident Hendrik Wüst hat auf die Frage, ob er eine Kanzlerkandidatur anstrebe, geantwortet, ich zitiere, meine Aufgaben liegen aktuell in Nordrhein-Westfalen. Da wurde doch ein Scheunentor zu einer künftigen Kandidatur weit aufgestoßen. Mit Ihrer Unterstützung? Schauen Sie, wir haben eine Entscheidung im Spätsommer 2024 zu treffen. Und bis dahin befassen wir uns nicht mit Personalspekulationen, sondern mit Themen. Und die Themen werden von einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung bestimmt. In ganz Deutschland, übrigens auch in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir heute in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen hätten, wäre die AfD fast so stark wie im Bund. Die Unzufriedenheit auch in den Ländern, auch leider in Nordrhein-Westfalen, aus dem ich ja komme, mit der Landesregierung ist fast genauso groß wie die mit der Bundesregierung. Und das zeigt uns doch eines. Wir haben es mit einer, ich habe es so ausgedrückt, mit einer krisenhaften Zuspitzung in unserer Demokratie zu tun, an Unzufriedenheit, Besorgnis, Frust und teilweise wirklich Angst. Und deswegen finde ich, sollte man solche Menschen, die da am vorletzten Samstag in Erding demonstriert haben, nicht gleich alle in die rechte Ecke bringen. Wenn man das tut, dann sind sie irgendwann da. Ich finde, man muss diese Menschen, die da so eindrucksvoll demonstriert haben, ernst nehmen. Da mögen ein paar Querdenker dabei gewesen sein. Aber die ganz überwiegende Zahl, und ich habe mir das angeschaut, ich habe mit den Organisatoren gesprochen, die ganz überwiegende Zahl derer, die da auf diesem Tag demonstriert haben, sind ernstzunehmende Bürgerinnen und Bürger aus der Mitte unserer Gesellschaft. Und wenn wir die nicht mehr ernst nehmen, dann sind wir mit daran beteiligt, dass wir noch eine größere Zuspitzung links und rechts bekommen. Ich möchte das nicht und ich möchte die CDU da positionieren, wo die Sorgen der Menschen sind. Wir wollen sie aufnehmen, annehmen und in vernünftige Politik umsetzen. Herr Merz, und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, die wir heute haben. Ans Ende unserer Zeit gekommen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Danke.